Hallo, willkommen beim Detroit Spielerlebnis. Ich bin ein Android und betreue Sie. Bevor wir beginnen, machen wir ein paar Anpassungen zur Optimierung des Spiels. Dies sind die Spracheinstellungen Ihrer Konsole. Sind sie korrekt? Ja, bevor wir loslegen, heiße ich euch erstmal herzlich willkommen zu einem neuen Projekt auf meinem Kanal. Herzlich willkommen zu Detroit Become Human im Juli, das eines der kostenlosen PS Plus Spiele. Ich habe es mir damals auch tatsächlich mit Release gekauft und nie dazu gekommen zu zocken. Jetzt geht's endlich los im Anschluss an World War Z. Starten wir mit einem neuen, komplett neuen Spiel mit Detroit Become Human. So, wir sollen erstmal die Sprachanstellung unserer Konsole einstellen. Audiosprache Deutsch, Testsprache Deutsch, Untertitel an und die Untertitelgröße klein. Alles soweit in Ordnung. Passen Sie die Bildschirmeinstellungen an. Na gut. Ach, können wir so hin. Danke. Wählen Sie nun Ihr Profil. What? Viel Spieler vielleicht, weil ich kenne das Spiel nicht. Wird dieses Symbol angezeigt, schalten Sie Ihre Konsole nicht aus. Sie sind jetzt bereit, Detroit zu starten. Let's go. Denken Sie daran, es ist nicht bloß eine Geschichte. Dies ist unsere Zukunft. Vielleicht, wer weiß, wer weiß. August 2038, also heute in 19 Jahren. Nicht schlecht. Vermittler vor Ort. Wiederholen. Vermittler ist jetzt vor Ort. Okay, ja, ab jetzt können wir selber steuern. Interagiere mit dem rechten Stick. Wir gucken uns das Ganze hier nochmal. Bitte retten Sie meine Kleine. What? Was? Sie schicken einen Androiden? Das können Sie doch nicht machen! Warum schicken Sie keinen echten Menschen? Finde Captain Allen, wir sollten aber. Ich wollte mich eigentlich jetzt sogar nur mal schnell umgucken. Wir können das ganze Ding hier mal nehmen. Das Bild gucken. John Phillips. Caroline Phillips und Emma Phillips. Gut. Ein Familienfoto also. Was ist das? Ein Knie. Was zur Hölle ist das? Ein Fisch. Ein Zwergfadenfisch. Den retten wir natürlich. So, Software und Stabilität. Ich muss mich gerade nur. Wie gesagt, ich will mich gerade nur ein bisschen umgucken und alles um und dran. Wer weiß, wofür das hier gut ist. Halte R2 gedrückt und deine Ziele zu sehen. Finde Captain Allen, das ist. Nicht zu fassen. Sprechen. Captain Allen, ich heiße Connor. Ich bin der Android, den Cyberlife geschickt hat. Was zur Hölle? Er feuert auf alles, was sich bewegt. Er hat schon zwei meiner Männer erschossen. Wir können ihn ausschalten. Sie sind am Rand der Terrasse. Wenn er fällt, fällt auch sie. Ist sein Name bekannt? Ich habe keine Ahnung. Ist das wichtig? Ich brauche Informationen für das beste Vorgehen. Hat er sich zuvor schon einmal merkwürdig verhalten? Hör zu. Dieses Kind ist jetzt alles, was zählt. Also kümmere dich um den scheiß Androiden. Oder ich werde es tun. Chance auf Erfolg. Rette die Geisel um jeden Preis. Verstehe, was passiert ist. Wir wollen die Geisel auf jeden Fall retten. Das machen wir auch. Komm, gucken wir mal.
Das geht schon gut los. Verschwindet! Verschwindet alle sofort oder ich sprenge! Bitte suchen. Hör mal, jetzt kannst du machen. Vielleicht dein Name Daniel. Okay. Zumindest haben wir schon mal einen Namen. PD-Officer war der erste vor Ort. Daten verarbeitet. Schussrückstände, okay. Nur ein Schuss. Da ist ein weiterer Hinweis. Rechte Herzkammer perforiert, innere Blutung, also Schuss ins Herz. Verstorben. Dann können wir das jetzt rekonstruieren. Da ist die Waffe. Okay. Aufheben. Nehmen wir die Waffe mal. Und wir nehmen sie. So, auf Vorteil. Analysieren. Wir dürfen da also irgendwas analysieren. Na lecker. Moment, ich muss mich nochmal richtig hinsetzen. Frisches blaues Blut. Abweichlermodell PL600. Das ist wohl die Waffe. Ja, meine Chance am Moment. Wir gehen mal raus. Mal gucken, was funktioniert. Bleib weg! Kein Schritt näher oder ich springe! Nein! Nein, bitte, bitte nicht! Los, los, los! Hi, Daniel! Oh. Mein Name ist Connor! Woher weißt du meinen Namen? Ich weiß so einiges über dich! Ich möchte dich hier rausholen. Geil, so Gott, Gewinn des Vertrauens. Ich werde dir nicht wehtun. Ich möchte nur reden und eine Lösung finden. Reden? Ich will nicht reden. Dafür ist es jetzt zu spät. Es ist zu spät. Bist du bewaffnet? Nein, ich habe keine Waffe. Du lügst! Nein. Natürlich hast du eine Waffe. Nein, habe ich nicht. Ich sage dir die Wahrheit, Daniel. Ich bin nicht bewaffnet.
Ich weiß, du und Emma standet euch sehr nah. Du fühlst dich betrogen, aber sie hat nichts falsch gemacht. Sie hat mich angelogen. Ich dachte, sie liebt mich. Aber das tut sie nicht. Sie ist bloß wie all die anderen Menschen. Daniel, nein! Hör zu. Ich weiß, dass das nicht deine Schuld ist. Diese Emotionen, die du hast, sind nichts als Fehler in deiner Software. Nein, es ist nicht meine Schuld. Ich wollte das nicht. Ich liebte sie. Weißt du? Doch ich bedeutete ihnen nichts. Ich war nur ein Sklave für ihre Drecksarbeit. Es ist vorbei, Daniel. Dein Verbrechen ist zu schwer. Die Frage ist, ob du noch ein unschuldiges Leben vernichtest. Du hast nichts zu sagen. Ich mache hier die Regeln. Wenn ich sterbe, stirbt sie auch. Verstanden? Ich halte diesen Krach nicht mehr aus. Dieser Helikopter soll verschwinden. Weg damit. Sicher ist sicher. Du kriegst dein Bild. Du musst mir vertrauen, Tanja. Lass das Mädchen gehen und ich verspreche dir, es wird alles wieder gut. Ich will das alle abhauen. Und ich will ein Auto. Ich lasse sie dann außerhalb der Stadt gehen. Das ist unmöglich, Daniel. Lass das Mädchen gehen und ich verspreche, dir passiert nichts. Wir versuchen's. Ich will nicht sterben. 87% haben wir mittlerweile auf, Du wirst auch nicht sterben. Wir werden nur reden. 100%. Du hast mein Wort. Okay. Ich vertraue dir. Super. Volltreffer. Du hast gelogen, Connor. Nö. Du hast gelogen. Zumindest haben wir die Geisel gerettet. Mission erfolgreich. Dies ist das Ablaufdiagramm der Szene. Hier kannst du die bisher eingeschlagenen Wege, die noch zu erkundenden Wege und die freigeschalteten Möglichkeiten ansehen. Bei dem Knotenpunkt erhältst du Punkte, die du ohne Extras ausgeben kannst. Das Spiel ist so kompliziert, dass einige Knotenpunkte und Enden nicht zur Vervollständigung des Ablaufdiagramms hinzugezählt werden. Okay, Vertrauen auch mal euch da. Ja gut, klar, wir haben natürlich jetzt einiges. Wir haben aber auch gut gemacht. Wir haben ihn tatsächlich geschafft. Scharfschützen auswählen. Abweichler. Okay. Ja, 15. November 2038. Cyberlife Inc. Uhrzeit 15.24 Uhr. Und ich würde sagen, hier machen wir einen kleinen Break. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play. Detroit Become Human.